Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, also zum einen nicht verrechnet habe, was meine erste Folge angeht, die ich hier jemals auf YouTube hochgeladen habe, noch was das Veröffentlichungsdatum dieser Folge angeht, dann, kleiner Trommelwirbel, wenn ich jetzt einen zur Hand hätte, ist heute tatsächlich mein zweijähriges Jubiläum auf YouTube. Also heute vor 2 Jahren, genau am 21.12.2016, habe ich meine erste Folge auf YouTube veröffentlicht. Das ist ganz schön hell hier. Deswegen machen wir das einfach mal wieder etwas defaulter. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese 2 Jahre doch so schnell rumgehen. Immer wieder hatten wir mit ein paar Schwierigkeiten zu kämpfen, das ist wohl wahr, aber unterm Strich, wo habe ich denn meine Wrench eigentlich hingepackt? Ach, die habe ich noch hier in der Tasche. Unterm Strich, ja, muss ich sagen, bin ich total glücklich darüber, wie das hier so gelaufen ist. Ich könnte mir gerne ein paar mehr Leute wünschen, die mir hier zugucken, die kommentieren und Hilfestellung geben, Hilfestellung annehmen, gegenseitig untereinander, mir und allen anderen und was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Aber ja, 2 Jahre. Geil. Danke für diese tolle Zeit, muss ich sagen. An alle, die mir bisher hier bis hierhin gefolgt sind und regelmäßig bei mir zugucken. Nee, den sollte ich nicht aufwerten, weil da könnte ja sein, dass ich da noch... das könnte ich mal abnehmen, abbauen. Das dauert aber lange. Macht aber Krach. Ja, 2 Jahre. Krasse Scheiße, wie man so schön sagt. Und ich hoffe, dass es noch lange, lange so weitergeht, dass... Stamina, Hallöchen. Dass es noch lange so weitergeht und jetzt hier nicht Artikel 13 uns allen den Chaos macht die nächsten Jahre. Aber ich glaube und hoffe, dass es tatsächlich so schlimm nicht kommen wird. Was kriege ich jetzt hier eigentlich raus, außer Erfahrungspunkte und Gedöns? Ein bisschen Eisen, na toll. Ist jetzt auch nicht der Rede wert. Nicht, dass sie sich hier demnächst wieder durchhacken. Das muss ja nun mal nicht sein. Das war aber unangenehm. Die Nacht. Mein Gott, war das unangenehm. Ja. Das bringt aber auch irgendwie nicht viel Erfahrungspunkte, das Ganze, ne? Aufwerten bringt, glaube ich, gar nichts. Kann das sein? Außer, dass es Holz kostet. Und das ist auch geil hier, dass man auf diesen blöden Schreibtisch draufspringen kann, aber wenn ich einen Woodframe setze, dann ist der da unten drunter. So, die Wrench möchte ich jetzt, glaube ich, gerne erstmal hier lassen. Aber nicht im Essensding, sondern hier. Das lasse ich jetzt hier. Das Bone Shift nehme ich mit. Und dann hatte ich ja gesagt, gehen wir mal jetzt wahrscheinlich mit der Wanderhorde spielen. Ach ja, da hätte ich jetzt irgendwie nicht so unbedingt Lust drauf, weil ich hatte andere Dinge zu tun, Kinders. Was ist denn jetzt hier so los? Wie viel seid ihr denn? Ihr seid ganz schön fucking viele, ne? Und da noch kommt ein Rocker. Uah, Junge. Willst du das mal lassen? Alter, was ist denn hier jetzt bitte schön los, Freunde? Irgendwen trifft man immer, ne? Das ist ja das Praktische daran. Vor allem der Trollo hier ist noch nicht mal umgefallen.
Ich hab dich zuerst gehauen. Nein. Haha, noch kurz unterm Schlag weggeduckt, oder was? Ist der Rest hier schon weitergewandert, oder? Häufen die sich jetzt gerade nur so stark, dass das nicht so viel aussieht? Oh, Junge. Wie die aber alle dann nochmal weiter nach links rüber tendieren, ne? Da kann man richtig zugucken. Die wollen irgendwie immer von links oben kommen. Seht ihr das? Die gehen immer aus meiner Mitte raus. Die ollen Typen und Tanten. Meine Fresse. Das arbeitet echt in Arbeit. Das artet echt in Arbeit aus. Wenigstens bleiben hier so Säcke liegen mit den Pfeilen drin. So, Jungs und Mädels. Könntet ihr jetzt bitte mal ein bisschen tot umfallen hier? Ich müsste aber auch dafür treffen. Oh, Leute! Na, der bringt immerhin 1200 XP. Das ist ja schon mal etwas dafür, dass man da so lange drauf rumeiert. Was macht ihr denn hier für komische Sachen, Kinders? Und du, alter Rocker mit Igel. Wird doch mal Zeit, dass jetzt hier das Zeitliche. Der nächste. Die nächste. Nee, da brauchen noch ein paar. Und der dahinter hat, glaube ich, noch gar nichts abgekriegt. Und ein Mädel oder Typi versteckt sich da noch zwischen. Achso, er ist das. Wie der aber auch immer schön im Windschatten von diesem Dicken hier vor sich hin watschelt, ne? Von links will sich jetzt auch noch einer einmischen, das war knapp. Oh, Junge. Weil tatsächlich, er kommt hier noch dazu. Na toll, da sind meine ganzen Pfeile despawned. Hörst du mal auf, hier so rumzuwanken? Nur wegen so ein paar Pfeile. Ein paar Pfeile, Entschuldigung. Willst du mal auf die richtige Waffe wechseln? Himmelsakramenten, Homoi. Sonst noch irgendwas an Pfeilen, was ich hier aufsammeln kann? Und es hat natürlich leider niemand etwas droppen lassen.
Schade, schade. Hast jetzt davon. Zack. Ein magischer Hammer. So, wie viele Pfeile habe ich jetzt noch? 7. Das war eine sehr knappe Nummer. Ja, da hätte ich jetzt, glaube ich, gerne nochmal für die zumindest ein paar nachgemacht. Wo ist jetzt... Wir wollen ja nicht Quest, wir wollen ja genau in die entgegengesetzte Richtung. Wir wollen nach da hinten hin, aber vorher muss ich, glaube ich, echt nochmal... das ist... Sieht merkwürdig aus. Schwierig, besser gesagt. Hier rein. Ich brauche nochmal ein paar Woodframes. Bitteschön, dankeschön. Holzrahmen nochmal 20. So, ich möchte nämlich vorher nochmal... Das ist aber jetzt hell hier drin. Ja. Das heilt mich zum einen und zum zweiten. Komm, dann drücken wir uns noch eine Bandage rein. Um die maximale Lebensdingens wieder aufzubauen. Ja, doch, das sieht doch soweit ganz gut aus. So kann ich doch rausgehen. Sehr schön. Tür auf, Tür zu. Den Bogen in Anschlag und dann in welche Richtung wollte ich da drüben? Oh Mann, oh Mann. Ja, da kam dann die Horde, um mir wahrscheinlich zu meinem zweijährigen Jubiläum hier auf YouTube zu gratulieren. Ach komm, nehmen wir es mit. Steine kann man hier auch nie genug haben. Gerade wenn sie so bereitwillig hier in der Gegend rumliegen. Aber hatten nichts dabei. Ne? Hätten ja wenigstens mal so eine Torte mitbringen können oder sowas. Irgendwas. Aber nein, kommen die einfach zum Gratulieren und haben keine Geschenke dabei. Frechheit eigentlich. Ja, ich wollte mal versuchen, unterwegs noch ein bisschen Goldrutengedöns zu sammeln. Weil wir irgendwie auch keins mehr haben, um uns Tee kochen zu können. Federn und Eier gehen immer. Und übrigens jedes Mal, wenn ich irgendwie Videos mir von anderen angucke, denke ich mir so, ja, eigentlich müsste ich da auch mal wieder sagen, ne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal, teilt es mit Freunden, aber irgendwie finde ich das doof. Also, ja, ich weiß, man sollte es wahrscheinlich häufiger sagen, gar nicht mal... Also jetzt nicht, um anderen Leuten auf den Sack zu gehen, was man tatsächlich, glaube ich, finde ich zumindest, tut, sondern weil man das ja häufig auch vergisst, zu liken oder den Kanal zu abonnieren oder sowas. Aber ja, nee, ich weiß nicht. Ich finde das immer merkwürdig, das zu sagen, weil wenn es euch gefällt, dann gebt ihr, hoffe ich doch einfach mal von euch aus schon, einen Daumen hoch. Ich bin durstig. Wieso 50%? Ist denn dein Problem? Eine Sau. Die gehört mir. Aber nur, wenn ich sie treffe. Alter. Was ist das denn? Spider-Sau? Du da hinten. Willst du jetzt mal bitte... Oh, diese... Hitbox hier, ne? Wenn wir doch schon Fleisch finden, dann nehmen wir das doch gleich mit. Nee, also ich denke mir dann immer oder hoffe einfach, wenn euch das Video gefallen hat, dann werdet ihr von euch aus schon liken und abonnieren und so. Also das...
Aber irgendwie glaube ich doch, dass man es sagen muss, aber irgendwie, aber ich sag's ja nur irgendwie alle 700 Jahre mal. Von daher ist das ja, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn ich es denn mal sage. Junge, geh zum Teufel. So, ich wollte eigentlich zum Hordenhaus. Wenn man hier mal, ne, da kann man auch weiß Gott wem in die Arme laufen bei solchen Bäumen, ne? Wo habe ich denn das Hordenhaus hingestellt? Also, wo es, ne, man bedenke, ich habe Gamma auf Default. Und so hell ist das hier. Das sieht auch cool aus hier, das Gebäude. Und wie immer muss ich sagen, warum habe ich denn eigentlich nur Leben bei 70? Wie immer, lustigerweise, würde ich viel lieber einfach nur überleben ohne diese Horde machen zu müssen, sage ich jetzt mal. Da drin ist bestimmt fett die Action los. Aber da können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Wir müssen unser Hordenhaus vorbereiten. Ja, was? Ach so, nee, ich würde jetzt hier viel lieber gerne eigentlich nur, also mir würde das schon ausreichen, tatsächlich, dieses Rumlooten, die ganzen Dungeons, die hier so sind, in Beschlag nehmen. Mich mit den Wanderhorden rumschlagen und den Zombies, die hier so rumlaufen, das würde mir tatsächlich überraschenderweise ausreichen. Da wüsste ich jetzt nicht noch die Tag 7 Horden haben, ehrlich gesagt. Aber es wäre für euch wahrscheinlich doch ein bisschen langweilig, könnte ich mir vorstellen. Ah, nochmal Erfahrungspunkte, ne? Bevor der mir jetzt hier auf den Sack geht. Treffe ich ihn lieber nicht. Junge, was ist denn dein Problem? Weiß, ich hocke noch. Ich hoffe einfach auf ein paar höhere Trefferwerte, wenn ich hocke, dass ich den vielleicht ein bisschen schneller wegkriege hier. Aber der hält echt ganz schön was aus, dieser Muskelberg hier, ne? Gib mir meine Pfeile wieder, Junge. So viele Pfeile zurückgekriegt, das ist schön. Ich bin überladen. Warum? Was ist da los? Ach so. Ja, gut. Nein, nicht wirklich überladen. Also, da war ich schon überladen, da, rara. Ich kann das Looten nicht lassen, ne? Der Lu, der lässt das Looten nicht. Das Doofe ist ja, selbst wenn ich das Hordenhaus jetzt cleare, wie weit bin ich denn da noch weg, Alter? Selbst wenn ich das jetzt cleare, muss das ja nicht heißen, dass das zur Horde immer noch sauber ist, weil ich kann ja keinen Schlafsack setzen und wenn ich den Landclaim-Block dort setze, heißt das wiederum, dass meine Basis ohne Landclaim-Block ist und somit ohne Schutz. Schwierig, schwierig. Ja, mir ist a little bit warm, aber es regnet. Das ist auch mal merkwürdig. Man kommt ins verbrannte Biom. Es fängt an zu regnen und man kriegt aber trotzdem gesagt, dir ist warm. Wie denn? Es sei denn, es ist warmer Sommerregen. Ah, Junge. Komm aus den Puschen hier. Out of Stamina. Da ist es auch schon. Tididididi. Was für ein langer, beschwerlicher Weg. Und da ist noch eine Pfütze. Achso, man nennt es Bach oder Fluss oder See oder Tümpel. Lake oder Loch. Jetzt habe ich nasse Füße. Toll. Schön gemacht.
Ich habe übrigens, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, ich trinke jetzt mal ein Teechen hier. Ach ja, rechte Maus hast du nicht, linke. Oder umgekehrt. Ich habe, man sieht das an der Höhenanzeige, die jetzt bei plus 46 Meter ist. Ich habe da einfach mal den Hintergrund rausgenommen, weil ich mir dachte, warum soll das farblich sein? Das ist ja nur eine reine Höheninformation. Die kann ich, da kann ich auch darauf verzichten, dass da steht, also dass da irgendwie ein Hintergrund ist, farbiger. Von daher habe ich das jetzt einfach mal gelassen. Juhu! Da will aber schon jemand ganz dringend. Ich weiß nur nicht wo, ob unten oder oben. Ah, unten scheinbar. Die Mutti kommt auch noch mit dazu. In die Familienjuwelen. Das ist ein merkwürdiges Upgrade. Na gut, jedem das, was er möchte. Ich hab dich doch schon mal umgenatzt. Dann fall doch jetzt bitte einfach mal um und dann haben wir das erledigt. So, das wird aber in diesem Häuschen noch nicht alles gewesen sein, aber was da noch des Weiteren... Oh, ist das schön mit dem Wasser im Hintergrund und so, ne? Ja, gucken wir mal. Ich mache hier mal ein Screenshot von, obwohl die Sonne, glaube ich, ein bisschen... Nee, da wollte ich nicht rein. Ein bisschen doof steht. Na gut, ich glaube, die steht irgendwie immer ein bisschen doof. Was ist mir jetzt? Kalt? Bei 15 Grad? Aber ansonsten geht's euch gut, ne? Naja, wie das jetzt hier weitergeht, das sehen wir einfach in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Danke für zwei geile Jahre, für tolle Kommentare, für super Interaktionen mit euch. Das macht mir sehr viel Spaß. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf weitere 487 Milliarden Folgen von irgendwas und hoffe, dass ihr alle da mit bei seid. Und ja, fangen wir gleich mal an in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi.